Wie siehst du die Zukunft der Hochschule? Also für mich ist, glaube ich, eher erstmal so die Frage, die Zukunft des Lernens. Eine Frage, die mich auch schon seit längerer Zeit beschäftigt. Also wie kann ja, Lernen demokratischer, lebendiger gestaltet werden, ist so eine Frage, die mich schon seit 10 Jahren jetzt ungefähr so bewegt. Also diese Lebendigkeit mehr wieder reinzubringen. Also auch sehr, und die Lebendigkeit kommt, glaube ich, wenn Studierende, wenn Lernende sich mit persönlichen Anliegen, mit einer persönlichen Leidenschaft auch verbinden. Und was wir im Moment ganz viel sehen an den Hochschulen, also mein Bild ist auch immer noch so dieses klassische Vorlesungsformat, die Studierenden sitzen da, sind mit ihren Smartphones beschäftigt, sind mit ganz anderen Themen beschäftigt, man guckt in gelangweilte Gesichter, also diese Wissensaufnahme, die da stattfindet. Und weniger dieses oder meine Vision ist auch mehr so Richtung Wissen selber generieren, also dieses gemeinsam gestalten, also mehr auch dieses, was im Design auch vielleicht so ein Ansatz ist. Also es geht nicht darum, dass mir jemand Wissen weitergibt, sondern eigentlich nochmal gemeinsam neues Wissen auch zu kreieren. Und dafür braucht es, glaube ich, ganz, ganz andere Lernräume. Also wenn ich mir so einen Hörsaal angucke, da sind halt die Sitzbänke fest installiert, ja, sind halt Massen an Leuten in einem Raum, und vorne steht einer, den man vielleicht hinten gar nicht sehen kann, und da findet halt auch überhaupt keine persönliche Verbindung vielleicht auch zu dem Lehrenden dann auch statt. Und mehr so dieses, ja, eine emotionale Bindung auch zu Themen wieder herzustellen, also wo auch wirklich eine Leidenschaft dahinter ist, was rauszubekommen, sich Fragestellungen selber auch zu geben, weil mich das wirklich auch interessiert und nicht, weil jemand sagt, das ist jetzt wichtig oder ich brauche das für die nächste Klausur.